ist schon was Besonderes, wenn sich Rochen noch natürlich in Flüssen vermehren können. Es ist ein faszinierendes Naturschauspiel. Und es gibt schon etwas her, wenn die größten männlichen Rochen um die Gunst des Weibchens kämpfen. Gerne teile ich natürlich solche Erlebnisse mit Menschen, denen die Natur und unsere Flüsse und das Leben unter dem Wasserspiegel auch viel wert sind. Sehr oft entsteht aber bei solchen Dokus der falsche Eindruck, dass eh alles in Ordnung ist. Ist es aber nicht. Frei wie ein Fisch im Wasser war gestern. Heute sind alle Flussfische bereits zwischen Betonmauern und Dämmen von Flusskraftwerken eingesperrt. Der Huchen wurde zum Fisch des Jahres gewählt, weil er stark vom Aussterben bedroht ist. Aber nicht nur er ist vom Aussterben bedroht, es geht ganz vielen anderen Orten oft noch viel schlimmer als ihn. Er steht symbolisch für viele bedrohte Fischarten. Hauptursache ist der Verlust intakter Lebensräume. Fließende Gewässer werden immer seltener, weil sie durch Flusskraftwerke gestaut und zerstört werden. Und weil es auch die grüne Politik so will, wird bis 2030 noch in weitere naturzerstörende Kraftwerke investiert. Die Steirische Mur, ein ganz besonderer Huchenfluss, ist am meisten davon betroffen. Ich bin kein Fan von weiteren Wasserkraftwerken, weil sie einfach alles zerstören und ruinieren. Anmerkung noch, jede Turbine ist ein Fischfresser. Bei jedem Kraftwerk werden 25% der abwärts wandernden Fische verletzt und getötet. Das heißt, nach dem vierten Kraftwerk gibt es keinen ganzen Fisch mehr. So viel zum hochgelobten grünen Strom aus Wasserkraft. Es stellt sich wirklich die Frage, wer übernimmt die Verantwortung für den Raubbau auf Kosten unserer Gewässer? Jene, die jetzt die Entscheidungen treffen, ohne die Gesamttragweite zu überblicken? Für eine lebenswerte Zukunft brauchen wir aber auch das Ökosystem Fluss. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir bald alles verloren haben. So, jetzt habe ich wieder mal ordentlich Luft abgelassen. Solltet ihr eigentlich auch, habt ihr die Möglichkeit, gleich jetzt, da unter dem Filmerl, unter Kommentare. Die öffentliche Meinung ist immer ganz, ganz wichtig. Und nicht vergessen, Daumen hoch, flussfrei.